Damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Civilization 5. Ja, ihr werdet sicher jetzt sehen, danke, dass hier so eine seltsame Dings ist, ne? Das hat folgenden Grund. Ich weiß nicht genau, was das für ein Grund hat. Ich weiß nur, dass mein Steam gerade eine Stunde lang nicht angesprungen ist. Dann wollte ich es jetzt anstellen, dann hatte ich Probleme mit der Auflösung. Und nachdem das dann alles behoben war, ich kann mir die Option nochmal anschauen. Grafikoption, ja siehst du, ich kann jetzt nämlich gar nicht mehr ausschalten hier. Wasserqualität niedrig. Ja, keine Ahnung, was das sein soll. Ich kann hier nichts umstellen. Ich brauche aber jetzt Folgen. Ohne Mist, ich brauche die Folgen jetzt. Deswegen muss ich jetzt aufnehmen. Und wir starten die nächste Runde. Tada! Und darum nehmen wir jetzt einfach hier auf. Und ihr müsst es mal verzeihen, dass der Nebel des Kriegs jetzt einfach mal eine Wand der Kräunis ist. Und wieso ist mein Mikro gerade verstellt? Das müsst ihr uns einfach mal verzeihen. So, wir können gleich in die nächste Runde switchen. Da passiert nicht viel. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu... wir werden... Ach, Spannung ist doch gut. Wer mag sie nicht, die Spannung? Ach ja. Lol. Da hat aber ein Volk schon ganz schön viel Kohle. Alter Falter. Wir sind mit die schlechtesten momentan, was das Geld angeht. Wahrscheinlich, weil die auf irgendwas sparen. Ich kann es nicht genau sagen. Nächste Runde. Was bauen wir denn eigentlich momentan? Wir bauen Sperr. Und ein Monument. Und in der Forschung befindet sich das Bogenschießen. Alles klar. Nächste Runde. Das wird dann noch ein nächstes fertig sein, sehe ich gerade. Das dauert noch 56 Runden. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Ebene. Nächste Runde. Lalalala. Konsul Ramses der Zweite von Ägypten. Die bauen noch drei Runden. Dann haben sie den Bauernhof fertig. Nächste Runde. Lalalala. Achso, ich kann schon wieder nächste Runde machen. Manchmal sieht man das nicht. Wie gesagt, ich hätte gerne ein Blinkgeräusch, aber kommt leider nichts. Strategische Ansicht ist ja mal mega langweilig. So. Ich habe Informationen, die hilfreich sein könnten. Oft geben wir unseren Feinden das Mittel zu unserer Zerstörung. Ermöglicht die Ausbildung des Bogenschützen der ersten Fernkampfeinheit im Spiel. Okay, dankeschön, das interessiert aber keinen. Forschung wählen. Ich bitte um Verzeihung. Was auch immer da gerade war, ich habe es nicht gelesen. Nächste Runde. Und gleich haben wir Sperr. Sperr. Es ist sehr gut, dass wir gleich Sperr haben. Dann können wir ein bisschen sperren. Versteht ihr, was ich meine? Ein paar Sperr. Oh, ich sitze auf meiner Schnur. Was ist das denn? Das sieht gar nicht aus gut. Ich baue hier meine... Kann ich überhaupt Straßen bauen? Ich kann doch keine Straßen bauen, lol. Dann halt noch ein Bauernhof. Nächste Runde.
Das looks komisch. Ein Stadtstaat bittet um eure Hilfe. Eine eurer Kampfeinheiten ist in der Nähe einer feindlichen Einheit. Städte können Belagerer bombardieren. Das will doch keiner hören. Auch das interessiert mich nicht. Speer können einfach mal... erkunden. So, Produktion wählen. Ich habe Informationen, die hilfreich sein könnten. Dann bauen wir mal Krieger. Und nächste Runde. Wenn die jetzt auf meine Bautruppen losgehen, das wäre mega assi. Machen sie echt. Alter Schwede. Mann, jetzt haben die meine Bautruppen kaputt gemacht. Wie assi ist das denn bitte? Die machen mich auch gleich kaputt, ich wette es mit euch. Okay. Nächste Runde. Okay, ich habe meinen Bautrupp wieder. Das ist sehr gut. Nächste Runde. Das gefällt mir sehr gut, dass ich den Bautrupp wieder habe. Kann man denn in Kairo was kaufen? Der Stadtbildschirm bietet eine ausführliche Übersicht über das Wachstum und die Produktion eurer Stadt. Na okay, das wollte ich nicht haben. Sieht, also ich kann mir schon einiges kaufen, aber es ist nichts, was ich jetzt sagen würde, oh, das brauche ich unbedingt, deswegen mache ich erstmal noch nichts. So, die tun sich erstmal ausruhen. Und die bauen hier wieder Bauernhof. Und wir starten die nächste Runde. Wir brauchen auf jeden Fall irgendwas, was Gold gibt, schnell. Die Frage ist natürlich, was? Baumwolle haben wir zwar, können wir aber noch nicht benutzen, genauso wie Pferde. Wir haben sogar zweimal Baumwolle, das heißt, wir werden da ordentlich Gold kriegen. Wie gesagt, momentan aber noch nicht benutzbar für uns. Darum eher schlecht. So. Was ist mit denen? Ach, die sind voll aufgerüstet oder was? Genau, die erkunden jetzt. Ich will schon ein bisschen was von der Welt mitbekommen. Einer benötigt Befehle, nächste Runde. Diplomatie, alles unnütz. Okay.
So, wir warten ja noch ein bisschen ab. Kairo ist Level 3 gekommen, sehe ich gerade. Theben hat noch nichts getan. Und ich hätte gerne mal eine Statistik, wie es momentan aussieht mit den einzelnen Fraktionen. Wer da denn am besten steht. Ich sehe viele Barbarenlager. Mir ist anscheinend... Persien, nicht schlecht. Nicht schlecht. Aber etwas verwunderlich, dass die schon Bogenschützen haben. Na gut. Kann ja jeder machen, was er möchte, ne? Liebes Persien, was kann man denn hier anbauen? Ob das vielleicht doch eine karge Map ist, ich weiß es nicht. Ich kann es mir durchaus vorstellen. Hier ist wieder nichts. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll jetzt. Wie gesagt, die erste Runde ist vorbei von Dings. Wir sind in der zweiten Runde jetzt, für die, die es interessiert. Und also für die, die jetzt nicht von Anfang an dabei sind. Wir haben sogar wir haben 100 Runden schon gemacht. Also das erste Spiel ist vorbei. Ja, und diesmal wollen wir versuchen, die gesamte Map in Gelb zu tauchen. Sehr schön, dass ich die gelbe Farbe habe. Denn Gelb ist meine Lieblingsfarbe. Wir haben eine Schatzstandnachricht. Interessiert mich nicht. Oh. Es tut mir leid, das war jetzt nicht geplant, das konnte ich jetzt gerade nicht mehr muten. Ich bitte untertätigst um Entschuldigung dafür. Sagt denn der Ton zu dem Töpfer, was machst du mit mir? Aber der Ton... Warum soll der Ton zum Töpfer sagen, was machst du mit mir? Er ermöglicht den Bau von Kornspeicher in Städten, die Nahrung liefern und damit das Bevölkerungswachstum eurer Stadt beschleunigen. Ich will diese ganzen dummen Nachrichten nicht mehr haben. Ah, cool. Forschung wählen. Ah, super, da können wir Straßen bauen. Nächste Runde. Na dann, go, go. 1500 Jahre sind rum. Wo sind denn meine Leute? Da sind sie. Nächste Runde. Mal schauen, wo sie jetzt hinwandern. Hi, der Kid. Hallo, na, wie geht's euch, Griechenland? Stadt-Stadt-Nachricht, er hat angegriffen. Sorry, da kann ich dir nicht helfen, denn ich habe selbst nichts, Sidon. Was soll ich denn da machen? Osmanlı-Ulusu, sizi selamlar, yabancı. Ben Süleyman. Der bewegt sich nicht mehr. Okay. Eingefroren in seine ewigen Bildschirmen. Das kann ich doch alles nicht machen. Ich habe keine Einheiten, ihr Idioten. Einheit benötigt Befehle. Nächste Runde. Te saluto.
Augustusum imperator et pontifex maximus Romae. Si tu est Romae amicus, es gratus. Das ist geil. Also mit den verschiedenen Sprachen, das finde ich richtig geil, dass sie das wirklich in jede Sprache übersetzt haben. Hallo, ich bin Caesar, ich komme aus Rom, es ist ein großes Reich oder was auch immer der gerade gesagt hat, irgendwie so klang das.